Nö, heute kein Kasu. Hallo. Hallo Leute. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir sehen euch zwar noch nicht, aber ich denke mal, dass wir euch gleich sehen werden. Wahrscheinlich. So, mal gucken. Wir werden sich gleich auch mal die ersten melden. Ich nehme doch ganz stark an, dass ja. Siehst du, da ist der Steffen schon wieder. Immer der Steffen. Steffen, das sind 3 Punkte. Yes. Aber heute machen wir ja gar kein Gewinnspiel. Nein, machen wir nicht. Hallo Michelle. Hallo Dennis, hallo Rebecca, hallo Gerti, Steffi auch da. Oh. Guck mal, jetzt läuft's doch. Jawohl, das ja. Das läuft doch. Die Jenny ist da, Alexandra. Ey, schön. Oh, so viele. Ja, toll, dass ihr wieder alle da Woher seid. Wisst ihr eigentlich, dass wir um diese Zeit immer online sind? Jetzt lass mich doch mal ausreden. Also mal ganz im Ernst die Frage, kriegt ihr dann so eine Benachrichtigung da, du, Pepper ist jetzt live oder wartet ihr gespannt auf unserer Seite, dass wir live gehen? Oder wie funktioniert das? Ich habe ja keine Ahnung, ich habe das noch nicht erlebt. Ja, wahrscheinlich geht es dann an. Und dann. Sammy ist auch da. Ach, hallo Sammy. Und die Claudia. Ach, und es die sind Luisa alle da. Und Severin. Hallo ja, Sammy. Toll. Schön, schön, dass ihr alle da seid. Deutschrock. Ja, da habt ihr uns aber eine Aufgabe aufgebügelt, ihr. Es wird uns angezeigt. Aha. Alles Thema, hä? Deutsch, deutsche Musik. Aber wir haben mit alle Mühe. Wir haben mit alle Mühe, haben wir gerade so die paar Lieder zusammengestellt. Ich glaube, davon ist nur eins ein Lied, was wir schon mal gespielt haben. Alles andere ist neu. Ja? Naja, nicht so ganz neu. Ich hab schon. Ja, genau. Ja, eins hatte schon mal gesehen. Zwei. Ah, ja. Du schummelst, ja. Mhm, total. So, dann fangen wir auch gleich mit dem an, was wir schon mal kennen können. Was wir schon mal können, genau. Vielleicht klappt es diesmal auch fehlerfrei. Im letzten Mal habe ich da irgendwas vergeigt. Ach, egal. So. Hallo Elli. Elli. Es ist Kirmeswoche, das stimmt. Es fängt morgen an. Nee, nicht morgen. 5, 6, 7. Ja, doch. Ja, doch. Irgendwie so, ne? Ja. Ja. Na. Dann, dann fangen wir jetzt an. Sind wir soweit. Okay. Also, deutscher Rock geht los mit österreichischem Rock. Österreichischer Rock zählt aber auch als deutscher Rock. Okay. So. Es wird ein Kopf, ein Karussell. Sprechen für sich Millionen Lichter.
dieser Stelle möchte ich einmal auf ein, zwei Kommentare eingehen. Hallo Patty SD nach Budapest. Sehr schön, dass ihr dabei seid. Neuden oder der Kollektiv ist nächster Gminket. Ja, und der Thomas fragt, warum wir keine Hutgage machen. Magst du das mal ganz kurz erklären? Weil wir das lieben, was wir machen. Genau. Und wir euch die Kunst nicht wegnehmen wollen. Ja, sondern euch mit dem, was wir können, eine Freude machen. Genau, aus diesem Grund. Wir machen es nicht für Geld. Natürlich, wir nehmen alles an. Wenn du etwas spenden möchtest, Thomas, dann kannst du das natürlich gerne machen, aber wir würden nicht dazu aufrufen, explizit. Genau. So, ein kleines Quiz, beziehungsweise eine kleine Aufgabe. Ich habe jetzt in dem kommenden Lied eine oder zwei Zeilen ausgetauscht. Oh. Und wenn ihr mir sagen könnt, welche Zeile das war, dann... Also ich bin raus. Ich kenne das Lied nicht. Also, muss ich da was mitsingen? Nein. Okay. Vielleicht kannst du den Refrain mitsingen, wenn dir die Melodie ins Ohr geht. So. Ein Lied von den Toten Hosen. Kennt ihr die Toten Hosen? Kennst du die Toten Hosen überhaupt? Vom Namen. Vom Namen her. Aber also in Holland völlig unbekannt. Ja. Wie würde Toten Hosen auf Holländisch heißen? Doje Brücke. Doje Brücke. Doje Brücke. Okay. Ja, das hört sich auch albern an. Ja, okay, also, die Toten Hosen. Doch, ich singe ein Lied hier, was auch in Holland bekannt war. Okay. Mhm. Ein kleiner Jägermeister war nicht gern allein. Drum lud er sich zum Weihnachtsfest neun Jägermeister ein. Den kleinen Jägermeister rauchte einen Joint, den einen hat es umgehauen, da war es nur noch neun. Neun kleine Jägermeister wollten gerne erben, damit es was zu erben gab, musste einer sterben. Acht kleine Jägermeister fuhren gerne schnell, sieben fuhr nach Düsseldorf und einer fuhr nach Köln. Einer für alle, alle für einen, wenn einer fort ist, der wird dann bei Schweinen. Ärgerten die Hexe, da hat die Hexe zugehauen, da war es nur noch sechs. Sechs kleine Jägermeister wollten Steuern sparen, einer wurde eingelocht und durfte nachbezahlen. Fünf kleine Jägermeister wurden kontrolliert, ein Polizist nahm's zu genau, da waren sie noch zu viel. Einer für alle, alle für einen. Einer fort ist, der wird dann gleich rein. Einmal für Ziele, ärgere dich nicht, so geht's im Leben. Einmal muss jeder gehen, auch wenn dein Herz zerbricht, davon wird die Welt nicht untergehen. Mensch, ärgere dich nicht. Kleine Jägermeister bei der Bundeswehr, sie tanken um die Wette, den Besten gibt's nicht mehr. Drei kleine Jägermeister gingen ins Lokal, dort gab's zwei Steaks mit Bohnen und eins mit Bitterwarm. Zwei kleine Jägermeister warten um mal sehen, einer wurde angenommen, der andere war zu viel. Einer für alle, alle für einen. Wenn einer fort ist, der wird dann gleich weinen. Einmal entschieden, ärgere ich mich. So geht's im Leben, du oder ich. Einmal muss jeder gehen.
Meister war nicht gern allein, drum lud er sich zum Osterfest neun neue Meister ein. Richtig, Susanne, die Hexe war neu. Ja, okay. Oh, jetzt gucken immer mehr aus Ungarn zu. Sziasztok, magyarok, mindenkiaki néz minket. Sziasztok, mocsok néme drogszámokot játszunk, remélem, nem baj? Gucken gar keine Niederländer heute zu? Nee. Gar keine? Nee. Bei deutscher Musik ja, schrecken, wir alle schrecken wir alle Niederländer ab. Aber es gibt ein Geburtstagskind, das uns zuguckt. Gibt es? Ja, und zwar der Stefan aus Unterkatz. Ah, also Stefan aus Unterkatz. Hallo, Happy Stefan. Birthday. Also, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Stefan. Happy Birthday to you. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag alles Liebe. Zum Geburtstag viel Glück. Happy Birthday to you. Marmelade im Schuh. Aprikose. Stefan, alles Gute zum Geburtstag. Alles Liebe. Und so. Bratwurst dazu. Immer jawohl. Bratwurst. Ja, was kommt denn jetzt Schönes? Was steht denn auf dem Zettel? Ich weiß. Du weißt es. Oh, bip, 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 bip. Okay, dann bip, bip. Genau. Jetzt kommt ein bip, bip Lied. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das einigermaßen fehlerfrei hinkriegen. Ob die Leute das überhaupt kennen. Ob die Leute das... Ja. Ich bin morgens immer müde, abends werd ich wach. Morgens bin ich so solide, doch am Abend werd ich schwach. So schwach, wenn der Wecker morgens rasselt und der Tag nimmt seinen Lauf, ist die Stimmung mir vermasselt, denn ich steh so ungern auf. Tausend Lichter glühen, bin ich jede Nacht ganz groß. Ich tanze hier alle Männer ohne Mühe an die Wand. Cha-cha swingen, boogie woogie, tanze ich ohne Unterlass. Und schon zeigt der ganze Saal, wow, die ist ja krass. Denn ich bin morgens immer müde, abends bin ich wach. Gar nicht mal so unübel. So, auf den Schreck einen Schluck Tee. Ja. Wir sind so... Wir sehen einfach sau... So sau cool. Ja, ein bisschen Muppet Show muss sein. So. Jetzt geht es bei mir weiter mit einem Rock. Ja, jetzt kommen einfach alle deutsche Songs, die wir noch einigermaßen... Was heißt hier einigermaßen? Das hier, das habe ich seit dem...
Ah, wo ist denn mein Text? Ah, ach, wo da. Ist dein Text? Da ist mein Text. Okay. Das ist ein Klassiker aus der ehemaligen DDR. Aha. So. Und zwar von den Pudis. Ja, das muss auch mal sein. DDR darf auch nicht zu kurz kommen, war auch mal Deutschland. Also mein Geburtsland. War auch mal. Mein Geburtsland gibt es nicht mehr. So. Alt wie ein Baum. Macht Sachen. Ihr kennt die Pudis hier im Westen? Da drehe ich aber durch. Woher kennt ihr die denn? Ich dachte, das wäre nur... Guck mal, die Tanja hat sie selbst live gesehen. In Alsfeld. Ja, wie ist das denn? Ich habe sie auch schon gesehen. Ich habe sie, wann habe ich sie gesehen? 95 in Walldorf. Da waren mal, so ein Oldie-Festival. Da war noch die Beatles Revival Band übrigens. Ah. Und die Searchers da waren da und Dave D und The Equals und die Pudis halt. Und die ja. Pudis. Naja, ja, nein. Jetzt noch Jugendliebe. Nein. So, jetzt ist erstmal Nicole dran. Und ich muss die Gitarre wechseln. Wenn mir einer erklären kann, warum ich jetzt die Gitarre gewechselt habe, der kriegt auch einen Punkt. Okay. Vielleicht weiß Sammy das. Was machst du? So wie es ist. Und so wie du bist, bin ich immer wieder für dich da. Ich lass dich nie mehr alleine, das ist dir hoffentlich klar. Und ich liege in deinem
Sehr schön. Der neue Version von Leuchtturm. Die neue Version. Die neue Version. Ja. Ich persönlich bevorzuge die alte. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich die alte eben schon länger kenne und die mehr im Ohr habe. Ja. So, jetzt kommt ein Song, langweilig. Der nicht voll langweilig ist. Nein. Und zwar, es ist von der Metalband, würde ich fast sagen, Knorkator. Wer von euch kennt denn Knorkator? Wahrscheinlich nicht so viele. Die Michelle wird es kennen, glaube ich. Und ich glaube, die Annika kennt sie auch. So, also, es gibt etwas von Knorkator. Das Lied heißt Fortschritt. Falsche Gitarre. Ups. Ei. Andere. So. Ah, Uwe, kennst du Knorkator? Lass uns die Karte gar nicht absteigen. Eierwärmer, Karamellen,
kreislaufreicher Pflanzenmüller, Sportwagen kommen aus Berlin, aus Glasfaser verstärktem Polyester. Mich vorher noch gefragt, ob es überhaupt ein Lied ist. Aber, ja, aber es ist Hannes ein Lied. Hat gemeint, es ist ein Lied. So, und damit, oh, guck mal auf die Zeit. Wir sind schon wieder beim letzten Lied. Ah, dann muss ich jetzt dein Lied wieder gut machen. Ja, dann machen wir mal ein Lied wieder gut. Ah, so, was kommt denn jetzt Schönes? Oh, ja. Ich glaube, du freust dich darauf. Ich freue mich darauf total. Also, ich habe mir wieder was ausgedacht. Ja, aber so richtig. Und ihr müsst nachher alle mitsingen. Stefan auch. Ja. So. Ihr kennt es alle. Ja. Also, selbst in Holland ist es bekannt. Ah, das selbst ist das, was in Holland bekannt ist. Okay. Und zwar, richtig schön wäre es, wenn ihr wieder die Fenster aufmacht und ganz laut nach draußen mitsingt. So. Eins. Nicht machen. Auf die Stelle machst du jede Riesenwelle, eingebildet, arrogant, findest dich auch noch interessant. Guckst du so wie du bist, keiner, denn der BMW ist beinahe alles dreht nur um dich, alles andere siehst du nicht. So schön vor dem Spiegel zu stehen, du bist ja bloß was ganz Besonderes, jeder würde mit dir gehen. So hip, so geil, der allercoolste auf der Welt, und du ziehst eine Riesenshow ab, nur für dich mit deinem Geld, ich find dich scheiße. Ich bin die Scheiße. So richtig scheiße. Rote Lippe, aber grelle, zwei vom Trinkel, Dauerwelle. Eingehüllt in deine Lüfte, bestest du die ganze Luft. Jeden Tag nur Sonnenbank, du hast hier schon dein Hirn verbrannt. Doch wir brauchen bei uns leiden, es lässt sich leider nicht vermeiden. Spieglein, Spieglein! Sein. Jetzt vorsichtshalber, da die Sprache jetzt etwas ja, das Gegenteil von dezent wird, wäre es doch vielleicht ganz sinnvoll, die Kinder jetzt vorsorglich ins Bett zu bringen, bevor ich das nächste Lied singe. Oder die Ohren zuzuhalten. Oder die Ohren zuzuhalten, genau. Denn die Rebecca wünscht sich eine Zugabe und die Sabrina wünscht sich auch eine Zugabe. Oh. Ja, dann sind das schon zwei. Ja, und ein deutscher Rockabend, was unsere Kinder, die, oh, die sind am Einschlafen. Die lassen wir heute mit Absicht nicht zugucken. Genau. Aber die haben Spaß. Also wir hören sie von hier raus, aber also wir haben ja alles gedämmt. Mhm. Gedämmt? Ja. Gedämmt.
Ja, also hört ihr das nicht. Aber ist gut. So, tja, was wäre denn ein deutscher Rockabend ohne die Ärzte? Deswegen gibt es jetzt für euch, ihr habt es euch schon ein paar Mal gewünscht. Du bist wirklich saudum, darum geht's dir gut. Hassest deine Attitüde, ständig kocht dein Blut. Alles muss man dir erklären, weil du wirklich gar nichts weißt. Höchstwahrscheinlich nicht einmal, was Attitüde heißt. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine springenden Stiefel sehnen sich nach Tätigkeit. Du hast nie gelernt, wie zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals gelitten. Oh, 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 Arschloch! Warum hangst du Angst vom Streicheln? Was soll all der Pferd? Unterm Lorbeerkranz mit Eicheln, weiß ich, schlägt dein Herz. Und Romantik ist für dich nicht bloß graue Theorie. Zwischen Schwerkraft und Tenonke steht ein Kuschel-Rocket-Bee. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, wie zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Oh, oh, oh. Weil du Probleme hast, die keinen interessieren. Weil du Schiss vom Sposen hast, bist du ein Faschist. Du musst deinen Selbsthass nicht auf andere projizieren, damit keiner merkt, was für ein lieber Kerl du bist. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich ab und zu kulieren. Und deine Freundin, die hat niemals für dich Zeit. Oh, 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 Arschloch, Arschloch. Dann habe ich die Ärzte jetzt auch endlich mal gespielt. Ja, weiß abgehakt. Ich, abgehakt. Puh, abgehakt. Geschafft. So, ja. Vielen Dank nochmal, dass ihr so fleißig eingeschaltet habt. Wir haben ja jetzt wieder um die 60 Zuschauer. Ja, gehabt. Mega, also, Leute. Mega, wie ihr euch einsetzt, wie ihr teilt. Also, Michelle, du darfst morgen wieder wählen. Nein. Weil du willst, oh, okay. Obwohl, ja, obwohl die Idee ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber anderes Mal. Wir klappern morgen wahrscheinlich wieder irgendeinen Buchstaben ab, würde ich mal sagen, ja, zur Abwechslung. Ja, es ist schon mal wieder Zeit. Genau, und ja, also zwei Themen wollen wir noch machen diese Woche. Wir wissen noch nicht wann. Einmal die unmöglichen Songs. Ja. Und einen FSK 18 Abend. Oh. Ja, da müssen wir aber noch ganz viel üben. Einstudieren. Also. Und dann würden wir auch erst um 21 Uhr anfangen, damit die Kinder dann im Bett sind. Ja, aber die haben frei. Okay.
So, also, in diesem Sinne. Sagen, ja, sag bitte. Facebook? Ja. Ja, also jeden Abend sind wir natürlich auf Facebook. Und für alle Menschen, die das noch nicht getan haben, wir fragen kein Geld, wir fragen Likes. Also bitte liked uns und sagt es weiter. Und ja, also wir sammeln fleißig Däumchen bei Duo Pepper, Nicole den El Singer und Hannes. Genau, und in Instagram suchen wir auch immer Follower für Duo Pepper Music, Nicole den El Singer und Hannes Music Com. Genau. Und natürlich gibt es auch unseren YouTube-Kanal, auf dem man fast alle Konzerte nochmal sich angucken kann. Ja, moje ruhig, Elmon am Tahat, nem kérünk pénzt a koncertekért, hanem lájkokat, tehát adjatok egy lájkot a Duo Peppernek, Nicole Daniel Singernek és Hannesnek. Ja. Kirmeswoche wird übel. Wir geben unser Bestes, okay? Um es ein bisschen zu retten. Genau. Versprochen. Versprochen. So, wir lassen uns was einfallen. Genau. Und wenn wir uns nichts einfallen lassen können, dann könnt ihr auch mit Vorschlägen kommen und dann retten wir euch das Wochenende. Genau. Also, nochmal ganz liebe Grüße nach Budapest, nach Miskolc, nach Schwalbach, nach Braunfels, nach Fuerteventura, nach Gran Canaria und von wo aus ihr auch nach Hamburg, ja? Genau, von Hamburg. Wo aus ihr uns alle zuguckt. Vielen, vielen Dank fürs fleißige Zuschauen, fürs fleißige Teilen. Guck mal, über 70. So. Und lasst euch überraschen, was wir morgen für ein Leckerli für euch haben. Genau. In diesem Sinne, achso, die Biotonne rausstellen. Nicht vergessen, die Schwalbache. So, also in diesem Sinne, bleibt gesund. Und bleibt zu Hause. Ja. Habt euch lieb. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.